Da du es geschafft hast, den kompletten Kometenburger auszulöschen. Präsentiere ich Ihnen die Second Mate Badge. Also Marke. Neue Herausforderungen erwarten dich nun, da du zum Please Second come Mate again. wurdest. Ich freue mich darauf, dass wenn du unsere nächste Challenge dich an unserer nächsten Herausforderung versuchst. I see. Du hast den Kometenburger erledigt. Hell yeah. Das war so vorbildlich, dass du eine schwierige Aufgabe wie diese mit deinem großen Ausmaß an Mut bewältigt hast. Ja, und einen für einen satten Punkt. Alright. Gerz. Deine Pace und Strategie und deine gut getimten Getränke waren einfach nur spektakulär. Oder einfach nur das Spektakel, der spektakuläre Weg, wie du das überstanden hast. Alles war perfekt. Und nochmal ein Punkt, dieses Mal Wissen. Alright. Und noch ein Punkt, und das ist wahrscheinlich Geschick, ne? Nee, ach, Charme. Ah, für alles kriegen wir jetzt mal was. Alright. Außer One head back. Freundlichkeit. Komm schon, wir sollten nach Hause gehen. Ich bin allein davon schon satt, dafür, dass ich dir zugesehen habe. Allein schon vom Zusehen her. Ja, das war doch mal spannend, oder? So eine schöne Big Bang Challenge. Ja, werden wir noch ein paar mehr haben mit noch größeren Burgern. Oh Gott, Hey. Makoto. Ich würde dich gern etwas fragen wollen. Reminds me. Warum hat sich Mr. Kamoshida so plötzlich verändert? Vielleicht hat ihn sein Gewissen geplagt oder... Ja, lieber aus dem Weg gehen. Ich habe kein Interesse. See. Du interessierst dich nicht für dieses Thema? Du bist allen Drohungen ausgewichen. Hast du überhaupt ein Interesse, was diese Veränderung ausgelöst hat? Mehr als du denkst, aber ich kann es dir nicht sagen. Nun, das ist in Ordnung. Danke für deine wertvolle Meinung. Ich werde sie in Betracht ziehen. Ach, diese verdammte Schnüfflerin, ey. Die geht mir auf den Zeiger. Hey, da bist du ja. Ich brauche da mal deine Hilfe bei etwas. Ich habe diesen Flyer hier in meinem Briefkasten gefunden. Oh je, was hat er da denn jetzt? Oh. Haushaltsservice. Da steht drin, dass sie eine süße Maid senden. Ne, dass es eine süße Maid ist, die alles für dich tut. Ach du heilige Scheiße. Eine Maid, Dude, eine Maid. Die alles für uns tut. Nicht wahr? Nicht wahr? Oh Gott. Was redest du denn da? Du bist doch ein Kerl, oder? Du solltest wissen, was ich meine. Oh Gott. Versuchen wir es mal, okay? Okay. Glücklicherweise ist der Typ auf meiner Etage gerade ausgezogen, sodass da ein leeres Apartment in meinem Komplex ist. Heilige Scheiße, Mann. Der Schlüssel ist hinter dem Briefkasten, also können wir da jederzeit rein. Dem Vermieter interessiert es ehrlich gesagt nicht. Heilige Scheiße, Mann, ey. Der hat das schon länger geplant, oder so, wie der. Also es ist alles bereit, also. Hey, das hab ich gehört. Das ist. Oh. Hello. Ich dachte jetzt gerade schon, es wäre diese Makoto, aber stand ja Male Voice. Was zur Hölle?
Kann ich kann ich da mitmachen? Oh, scheiße, Mann. Oho. Du meinst also, dich interessiert so ein Kram. Wow. Okay. Mich interessiert das nicht. Es dient nur Forschungszwecken. Schon klar. Oh Mann, ey. Jetzt haben die hier was gefunden, ey. Was bedeutet das, dass sie alles machen? Und haben die Maiden die Mails nicht genau das, was sie, für das sie werben? Wir müssen herausfinden, ob diese Firma einfach nur vorgibt, dass sie den Haushaltsservice anbieten. Ja, rede ich nur raus mit so einem Zeug. Sag uns einfach die Wahrheit. Du bist geil wie ein sonst was. Ja, aber ich schätze, da müssen wir das wohl machen. Nicht wahr? Wenn das eine Falle ist, dann müssen wir sie bestrafen. Oder wenn das Betrug ist, vielmehr. Dann müssen wir sie bestrafen. Ja, wir müssen es mit unseren eigenen Augen sehen. Ja, mit dem dritten Auge, ne? Jedes kleinste Detail. Ja, wir müssen das bei Nacht machen. Also lass uns wissen, wenn du fertig, wenn du bereit bist. Wenn du fertig bist, ja. So, was für einen Codenamen geben wir dieser Operation? Operation Babe Hunt, ne? Alright. Da wir sie beobachten werden, sollte es Operation Mate Watch heißen. Wow, schön, ich mag das. Oh je, Mine. In was haben wir uns da jetzt reingeritten? Aber hey. Könnte ganz witzig sein, oder? Die Pollen sind heute wirklich schlimm. Viele leiden von Pollenallergie. Das könnte auch Mementos beeinträchtigen. Ja. Aber okay, so. Takemi wäre da. Aber glaube ich keine Death Persona, wenn ich mich da recht entsinne. Aber wir gehen mal kurz hier in den Bücherladen. Ach, seh mal, wer da ist. Please take your time. Matchup-Bedrohung. Eine Hackergruppe. Bekannt ist für Internetverbrechen. Für Mädchen mit einzigartigen Geschmäckern. Kaufen wir uns mal. Wäre vielleicht was für Ahnen, oder? Mit ihrem Modeling-Job. Ein Buch voller Zitate von großen Philosophen. Datespots. Ja, das Fashion-Magazin reicht fürs erste Mal. So. Ja. Unauffällig verfolgt sie uns. Oh, was hast du denn diesmal zu sagen? Oh, hallo. Bist du allein? Wirst du Sakamoto-kun und Takami-san, Takamaki-san treffen? Ich wollte nicht euch belauschen, ich habe mich nur gefragt. Habe mich nur gewundert. Ja, da sind ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Ich werde da mal gehen. Erst zur Apotheke und dann bei Rosininate einkaufen.
Ja. Ich glaube, sollten wir hier mal. Ich glaube, ich arbeite hier mal eine Runde. Das hat ein bisschen Vorrang. Weil da müssen wir auch noch was Bestimmtes auslösen. Oder? Ja, gehen wir mal hier arbeiten. Ja. Oh, du hilfst heute. Das ist sehr hilfreich. You can do it. Da sind viele Kunden hier heute. Halte durch, Akira-kun. Oh je. Whoa. Was für eine lange Schlange. Das sieht schwierig aus, besonders da du noch ziemlich neu bist bei diesem Ganzen. Oh je. Ja, ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden bei diesem Ansturm der Kunden. Die Kunden schienen irritiert zu sein. Wir waren vermutlich ein wenig langsam. Nun, ich weiß deine harte Arbeit zu schätzen. Halte durch, okay? Hey! Gute Arbeit, sehr schön. Du scheinst heute ziemlich beschäftigt zu sein. Wanna head back? Du hast dich nicht gut um die Kunden gekümmert, aber sei darauf mental vorbereitet, dass du eine geringere Bezahlung kriegst. Ja. 2300 Yen. Wahnsinn, ey. Wir schuften für den kleinen Hungerlohn. Aber naja, wir müssen da durch diesen Arbeitsplatz da noch was in die Wege leiten. You're back. Egal, aber egal. Erstmal hier die wichtigen Sachen. Hey, du hast es nicht vergessen, oder? Du weißt schon, wegen diesem Flyer. Wir müssen uns die Wahrheit hinter diesem Haushaltsservice ansehen. Ich bin drüben in der Central Street im Moment, also komm her und rede mit mir, wenn du interessiert bist. Ja, entscheiden wir später. Ich glaube, ich muss auch erstmal mental Fernseh gucken eine Runde. Wir reden über diese Jugendverbrechen, man hört oft über Bewährungsstrafen. Für die so etwas begehen. Nun, wenn es zu Bewährungsstrafen kommt, ist Reisen ins Ausland verboten. Bewährungsofficers werden nicht bezahlt. Boah. Dass sie nicht bezahlt werden. Das ist richtig, ja. Denn das andere werden wir selbst noch erfahren, irgendwann mal. Aber egal. Ja, das sind freiwillige, zivile Freiwillige. Ihnen wird nur das Nötigste bezahlt, wenn sie einen Bericht abgeben. Da die Bewährung beabsichtigt, die Rehabilitation zu bemutigen, wird Reisen ins Ausland nicht verboten. Ja. Du hast recht. Es ist ziemlich toll, dass der Chief das macht ohne Bezahlung. Ja, sollten wir ihm vielleicht mal unseren Dank für aussprechen, ne? Naja. So, ich gehe mal ganz kurz nach unserer kleinen Pflanze hier gucken. Ah ja. So, können wir ihm die Bio-Nutrate geben. Kriegen wir wieder ein bisschen. Freundlichkeit war das, ne? Genau. Ja. Alright. Das sollte für eine Weile reichen. Gut, und ja, dann haben wir ja noch so eine kleine Operation hier vor uns, ne? Got that? Du bist immer noch auf Bewährung. Ja, ja, ich mach schon nichts Dummes. Außer so einen Haushaltsservice anrufen. So, Central Street, hat er gesagt, ne? Naja, können wir hier auch direkt mal drauf antworten. So, gehen wir mal rüber.
Okay, ich werde warten. Oh, aber lauf mir nicht davon, okay? Bitte? Was ich auf einmal für einen Schiss hatte. Nein, wir rufen doch nur so eine sexy Haushälterin an. Erinnerst du dich an diese Gruppe, die vor einer Weile behauptet hat, sie hätte Webseiten gehackt im Namen der Gerechtigkeit? Ich hatte ziemlich große Hoffnungen auf sie gesetzt, aber im Endeffekt waren das nur Poser. Die Phantomdiebe sind aber wahre Helden. Ich möchte euch helfen, wo immer ich nur kann. Also wir führen heute Abend Operation Matewatch durch, ja? Hölle ja. Alright. Schön, darauf habe ich gewartet. Oh je, Omine. Moment, du hast dich schon umgezogen. Ich schätze, das ist eine gute Idee. Wir treffen uns bei Sakamoto, richtig? Gehen wir kurz bei mir vorbei, damit ich mich auch umziehen kann. Ja, das ist eine gute Idee. Also, werden wir das jetzt wirklich machen, ne? Glaubst du, dass das in Ordnung ist? Man kriegt ja jetzt kalte Füße. Operation Matewatch, Bro. Oh, scheiße, ey. Yeah, Operation Matewatch. Wenn das nur irgendwas Zwielichtiges ist, dann können wir einfach abhauen. Okay. Das Apartment steht leer. Also es ist nicht so, dass wir mit irgendjemandem hier, mit irgendeinem, das Zuhause von irgendjemandem hier verunstalten. Du bist ein Genie, Ryuji. Muss man mal anerkennen, das hat er gut geplant. Ja, ja, ich weiß. Daran zu denken, dass Sakamoto ein Hirn hat. Aber wenn das der Fall ist, dann... Yep.